Aber das Schatzsuchfieber, das gibt es nicht nur hier, sondern auch auf der anderen Seite der Oder wird die Erde umgegraben. Brandenburgs Boden birgt viele Geheimnisse. Sickert Wolter sucht nach Schätzen. Suchen ist sein Ding. Wenn man auf dem Fundplatz unterwegs ist, man hat Sachen plötzlich in den Fingern, die vor 2000 Jahren verloren wurden. Man ist der Erste, der das wieder in den Händen hält. Das ist unbeschreiblich. Hier, wo der Spargelacker etwas dunkler ist, stand einmal eine slawische Siedlung mit Feuerstellen, Lehmhütten. Sickert Wolter ist einer von 130 ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegern in Brandenburg, zuständig für ein Gebiet an der Havel. Was er findet, muss er eintragen und an das Landesamt für Denkmalpflege abliefern. Da haben wir sogenannte Fundzettel. Kommen hier die Koordinaten denn rein, wer das gefunden hat. Sein größter Fund war ein Münzschatz aus dem Mittelalter, den er 2016 entdeckte. 3000 Silbermünzen. Bei der Nachgrabung rücken auch die Archäologen von der Uni an, mit schwerem Gerät. Einen nach oben. Aber ohne die Ehrenamtlichen geht es nicht. Wir sind alle ehrenamtlich hier. Bis auf Tobias, der ist im Studium. Sickert Wolter führt uns zu seiner Fundstelle. Ja, wo der Schatz kam, in dem Bereich. Und kurioserweise, im Befund sieht man überhaupt nichts. Der muss sozusagen im Boden vergraben gewesen sein. Und man hat nicht mal eine Senke oder eine Grube hier. Ja. Über den Wert möchte ich nicht nachdenken. Da gibt es wahrscheinlich also 100.000 bis 300.000, ich weiß es nicht, das ist Spekulation. Selbst am letzten Tag der Grabung gibt es noch Schönes zu entdecken. Sag mal, in dem Schnitt kann ich hier rumwühlen. Ja. Der Münzschatz wurde in einem Topf vergraben. Irgendwann zerbrach das Gefäß. Über die Jahrhunderte verteilten Pflugscharen viele der Silbermünzen in der Umgebung. Bei der Nachgrabung wurden noch einmal 250 Münzen gefunden. Da ist er, der Markgraf. Und hinten Brandenburg. Unheimlich hohes Aufkommen in der Untersuchungsfläche. Das Landesamt für Denkmalpflege gibt Lehrgänge für ehrenamtliche Helfer. Jeder darf mitsuchen, vorausgesetzt, er lässt sich vorher dafür ausbilden. Denn ohne Genehmigung mit der Sonde auf Tour gehen, das würde die Polizei auf den Plan rufen. Heute arbeiten die Landesarchäologen gerne mit den Laien zusammen. Und wir gehen jetzt auf die Leute zu, sagen, kommt zu uns. Ihr braucht nicht kriminell zu sein, denn die Leute wollen in der Regel auch nicht kriminell sein. Was die brauchen, ist Anerkennung von Fachleuten, dass die sehen, ihre Hobbyarbeit wird ernst genommen, bringt wichtige Erkenntnisse und auf einmal läuft die Sache. Das sehen wir ja jetzt seit 5 Jahren machen wir das so. Ne? Vorher haben wir diese Dinge nicht zu Gesicht bekommen. Ich möchte nicht wissen, was uns da entgangen ist. Und nicht ausbrechen aus der Reihe. Und dann schön nach Schermen kicken. Bei Prenzlau wurde 1901 Brandenburgs größter Silberhort gefunden. Die Freude damals währte nur kurz, denn bald wurde der ganze Schatz aus dem Museum geklaut. Verschwand spurlos. Liegt hier noch was? Tatsächlich macht Sickert Wolter eine glänzende Entdeckung. Das sieht ja richtig arabisch aus, würde ich fast behaupten. So was wie ein Dirham oder so. Dirham sind ja arabische Münzen, die durch die Wikinger in den Ostseeraum gekommen sind und dann durch die Slawen hierher gekommen sind. Arabische Münzen mitten in der Uckermark. Für Geschichten wie diese lohnt sich die mühsame Suche. Die Kiste hier ist jetzt aus dem Sommer von eben Fundplatz, und zwar von Brilo, wo der Spargelacker war. Da bin ich nur durchgelaufen, habe erstmal Fundmaterial eingesammelt. Und das hat nicht lange gedauert, sagen wir 3-4 Stunden. Da war die Kiste voll, weil ja alles offen rumliegt. Aber das ist hier ein Fundplatz, da kommt immer sehr wenig, aber wenn was kommt, kommt immer was Besonderes. Dass die Fundstücke Geld wert sein können, spielt für Sickert Wolter keine Rolle. Er ergründet ihre Geschichten, entreißt sie dem Mahlstrom der Zeit. Man geht zurück in zum Beispiel eine slawische Dorfstelle. Man sieht die Feuerstellen, man sieht Häuserreste oder Hüttenlehmreste. Denn auf einmal wird klar, wie haben die Menschen hier gelebt. Das kann man nicht beschreiben. Das ist irgendwie so ein Gefühl,
was man erleben muss, was man selber so wie so eine Andacht fast. Also hat mit Geld nichts zu tun, das hat mit Material nichts zu tun, das hat einfach was mit so einem Erlebnis zu tun, wie eine Zeitreise halt, ja.